Hallo, ich melde mich mal wieder zurück mit einem neuen Video. Heute ist Samstag und ich hatte ein bisschen Zeit, was Neues zu drehen. Und heute geht's mit Hagrid weiter. Ich zeige euch mal hier kurz, was hier alles so dargestellt wird. Seine Schuhe zum Beispiel. Sein Hund. Hier das Buch mit den, wie hieß das nochmal, Monster der Monster oder so? Nee, das war das hier, genau. Und das war das Buch für diese Drachenzucht, die er da als Hobby noch betrieben hat. Ja, Hagrid, was gibt es über Hagrid sozusagen? Also der Schauspieler sagt hier in dem ersten Text, dass er keine Vaterfigur sein soll oder dass er kein Vaterersatz sein soll, sondern eher ein Onkel sein möchte und ja, weil er halt einfach lieb ist und zuhört und einfach einen netten Eindruck macht, kann man so sagen. Hier drüben, wo ist das mit der Hütte? Hier ist das Bild mit der Hütte. In diesem Text hier wird nämlich beschrieben, dass es zwei Hagrids gab. Also den Original Hagrid, der, keine Ahnung, 1,80 oder so groß war. Und ein Double, der über 2 Meter halt groß war. Irgendein Basketballspieler oder so. Und ja, die Inneneinrichtung von den Hütten musste von den Requisitenbauern dann auch nochmal nachgebildet werden in Großformat, weil die Normalschauspieler mussten ja auch in dem Haus, wo sie dann an dem Tisch saßen hier oben, mussten ja natürlich auch sehr klein aussehen gegenüber ja, den Requisiten. Deswegen wurde alles nochmal 1:1 nachgebildet. Und besondere Spezialeffekte gab es bei dem Dreh mit dem fliegenden Motorrad. Da mussten sich einiges einfallen lassen. Und man hat wirklich nicht gemerkt, wo jetzt der falsche Hagrid war und wo das Double sozusagen war. Weiter geht's mit der großen Halle. Bei der großen Halle wird hier nämlich beschrieben, wurden damals extra Steinplatten gekauft, um die komplette Halle damit auszulegen. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil, ne, 10 Jahre gibt es diese Halle schon. Beziehungsweise 10 Jahre wurde damit gedreht. Und die Inneneinrichtung kam die Inspiration natürlich wieder mal von einem College. Und das hier ist ja, die Christchurch, wie man hier auch lesen kann. Danach wurde sich wieder gerichtet. Ja, und wie jeder weiß, gibt es verschiedene Himmel in der großen Halle. Zum einen war das hier diese kosmische Nachbildung, wo die hier gemacht haben. Ich lese hier gerade mal kurz nach. Die große Halle besitzt verschiedene Himmel, vom Mondlicht, verschiedene Wolken, herabrieselnde Schneeflocken und Emmas Lieblingsvariante. Das wäre hier der Kosmos, den man hier sehen kann. Ja, und dann kommen wir zu den schwebenden Kerzen. Ganz am Anfang wurden sogar echte Kerzen an einem Seil oben an der Decke, an den Balken befestigt. Aber als dann mal ein paar Kerzen runtergefallen sind, hat man sich dafür entschieden, die schwebenden Kerzen halt mit der Computergrafik nachzubilden und dann später einzusetzen. Und bei der großen Halle, wie jeder sich an die Szene im ersten Film erinnern kann mit dem großen Buffet und dem vielen Essen und Keulen und was auch immer, was es da alles gab. Damals wurden echte Lebensmittel dafür verwendet und der Regisseur sagte auch, dass das irgendwann angefangen hat zu stinken, dass sie das ständig auswechseln mussten. Und danach haben sie sich entschieden, die Lebensmittel nachzubilden und das war damals aus Kunstharz wurde das nachgebildet. Ja, wäre eigentlich auch direkt am besten gewesen.
So, nun kommen wir zu Hermine. Also ich persönlich mag ja Hermine sehr und Emma Watson mag ich auch. Falls sich jemand den Film Colonia Dignidad mal ansehen möchte, wirklich ein guter Film, muss man hier Schleichwerbung machen. Ja, Hermine wurde, beziehungsweise Emma Watson wurde mit 9 gecastet für diese Rolle. Schon mit 9, das ist ja schon krass eigentlich. Und sie sagt hier in dieser Textzeilen, dass sie sich wünscht, dass die Harry Potter-Filme weiterleben, dass sie neues Publikum begeistern und dass es halt ein Klassiker wird, der sozusagen niemals ausstirbt. Und hier sieht man noch mal ein paar Bücher und ihre Tasche, die coole Tasche, die eigentlich jeder haben will. Da schwenke ich hier mal so ein bisschen rum. Ein paar Szenen aus dem Film sind hier noch drauf. Und hier ein Entwurf von dem Hodenkleid. Ich glaube, das war dieser Ball. Was war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr genau. War das das mit dem. Nee. Wo sie mit diesem Typ da ausgegangen ist? Nee, das war es nicht. Oh, hier drüben ist der Text. Dumbledore. Also ich mochte Richard Harris als Dumbledore ja eigentlich am liebsten. Aber ja, erstmal dazu, dass der Produzent Richard Harris schon vorher kannte. Also irgendwie merkt man ja, dass der Produzent schon einige Leute quasi dazugeholt hat, die er schon vorher schon kannte. Und hier sieht man nochmal Richard Harris aus dem ersten Teil oder zweiten Teil. Ja, Richard Harris ist 2002 halt verstorben. Und hier sieht man auch den Nachfolger Michael Gambon, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Er hat sich eigentlich sehr wohl gefühlt in seiner Rolle und hat das, denke ich, auch ganz gut gemacht. Und was man noch sagen muss, das ist jetzt vom Verlauf her ein bisschen blöd. In diesem Text hier wird beschrieben, dass bei Richard Harris, also seine Enkelin, hat darauf bestanden, dass er Dumbledore spielt, weil sie ein großer Fan von den Büchern war. Oh, hier sieht man nochmal einen Ring. Hier unten sind noch ein paar Bilder aus dem Film. Und hier noch ein Bild aus der ersten Szene. So, dann geht's schon weiter. Eigentlich mit den Häusern von Hogwarts, das kann man hier oben sehen. Ein bisschen wird hier über den sprechenden Hut erzählt, aber ich sag mal, da steht nichts drin, was wir alle schon wissen. Es wurde halt ein Hut gebaut und später wurde er, ich glaube, mit dem Computergrafik zum Sprechen gebracht, sozusagen. Ja. Die Häuser von Hogwarts. Ja, Hufflepuff. Mit Hufflepuff fängt es hier nämlich an. Ja, von Helga Hufflepuff, dieser Pokal hier, der gefällt mir sehr gut. Und hier wird halt nochmal erklärt, hier Cedric Diggory ist ein Mitglied von Hufflepuff. Aber das, denke ich, wisst ihr mal. Denke ich auch. Ja, Ravenclaw, ich mag Ravenclaw, weil die haben den Vogel als Wappen und ich mag eigentlich Greifvögel sehr gerne. Ja, die bekanntesten Mitglieder von Ravenclaw sind natürlich Luna Lovegood und wie hieß sie nochmal? Cho Chang, genau. Und hier sieht man das Diadem von Rowena? Wie wird das ausgesprochen? Ravenclaw. Müsste ich nochmal üben hier. Und das Luna. Ja, weiter geht's mit Gryffindor. Das berühmteste Haus und hier wird auch nochmal deutlich gemacht, natürlich ist es das Haus, wovon man am meisten erfährt. Ja, Ravenclaw, Quatsch, Gryffindor, tut mir leid, ich bin heute ein bisschen komisch, hat natürlich hier das wunderschöne Schwert von Godric Gryffindor. Und sonst wird leider nicht so viel darüber erzählt, was man nicht auch schon wüsste. Und hier ist was ganz Süßes drin eigentlich. Ein
Ja, Sticker für Tränke. Hier sind ein paar Sachen dabei, aber die tue ich natürlich nicht raus. Ein paar Beschriftungen, die man machen kann, wenn man mal sich verkleiden will oder so. Gibt es hier ganz viele tolle Sticker für Potion. Und das gehört natürlich zu Slytherin. Gründer Salazar Slytherin. Und hier ist das sehr schöne Medaillon. Ist auch ziemlich schick, finde ich. Und ja, hier ist nochmal das Wappen. Das kennt ja eigentlich auch jeder. Und Severus ist hier natürlich auch drauf. Ja, das ging eigentlich diesmal ziemlich flott. Weiter geht's mit den Geistern von Hogwarts. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und mal schauen, wann das nächste Video kommt. Und ich freue mich wie immer über Kommentare und Verbesserungsvorschläge. Bis bald!